Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil am Ende gibt es eine richtig krasse Verlosung. Was geht, Leute? Und herzlich willkommen zu einem neuen Daily-Video von mir. Heute sitzen wir mal wieder an diesem wundervollen Tisch. Luis ist am Start. Hi. Hi. Hallo. Hallo. Heute machen wir was richtig Cooles. Und zwar, Luis ist ja deutsch. Du bist komplett deutsch, ne? Ja. Also voll deutsch-deutsch. 100% deutsch. Und du isst auch nur so Kartoffeln, Nudeln, Schnitzel, gell? Nein. Doch, ist Döner. So. Ja, aber zu Hause, was kocht denn deine Mutter? Nudeln, Schnitzel, Spätzle. Ja. Ja, guck. Also, du bist voll deutsch. Ich bin ja so ein bisschen Russin. Ich kenne ja auch die russischen Spezialitäten, ne? Und ich habe da so ein paar Sachen für dich besorgt, die du mal gleich probieren wirst. Die wir damals auch als Kinder gegessen haben. Ich mag auch ein paar Sachen davon nicht. Also, brauchst du ich dann essen? Ich glaube, das ist nur eine Sache. Ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Sache an. Bist du bereit? Ich habe dir schon extra hier deinen Teller vorbereitet. Hast du auch einen Eimer? Nein. So eklig wird das nicht sein. Oh, ja, die erste Sache ist richtig cool. Das habe ich früher selber voll oft gegessen. Okay, esse ich mittlerweile immer noch. Ich weiß aber nicht mal, wie die heißen. Egal. Was denkst du, zu was man die isst? Die ist einfach so als Snack. Als Snack? Ja. Aber so eklig ist das jetzt auch nicht. Die schmecken sogar voll geil. Ja, schmeckt noch. Nix. Ein bisschen Vanille, aber ja, ich habe extra welche mit Vanille. Boah, die sind übel trocken. Trocken, ne? Wie würdest du das bewerten von 1 bis 10? Ich würde es mir jetzt nicht kaufen und essen so. Nein? Mhm. Von 1 bis 10? 5. 5? Das ist so wenig. Das hängt zwischen allen 10. Ja, das stimmt. Aber die sind lecker, ne? Boah, die sind aber echt trocken. Oh Gott, als nächstes kommt etwas, ich hab's gehasst. Früher. Ich hab's so gehasst. Meine Oma hat mir das immer auf den Tisch gestellt und hat gesagt, oh, probier doch mal, obwohl ich das schon 10-mal probiert habe. Das sind diese Oma-Plätzchen. Ja, die sind so ekelhaft. Ich mag die gar nicht. Die schmecken auch nach Oma ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Nein. So, so staubig. Boah, ich finde die so ekelhaft. Sind die gefüllt? Ah, das sind gar keine. Ich hab gedacht, das ist was anderes. Nee, das muss schon zusammen. Beiß mal einmal boah, so. Boah, ja, das riecht nach Oma. Beiß mal so richtig rein. Boah, ach, diese Konsistenz ist so ekelhaft. Ja. Ist, ich probiere auch. Boah, nee. Also ich finde das selber. Das ist wie, was willst du denn? Boah, das ist ja nur Zucker. Da kann ich nicht runterschlucken. Boah, mich schüttet. Boah, das ist ekel. Bleh. Hä, ob das so schlimm ist? Das ist doch nur Zucker. Boah. Also wer sich sowas geben kann, keine Ahnung. Wie würdest du das null bewerten? Null. Würde ich weniger geben können als null, dann hätte ich noch weniger. Boah, als nächstes kommt was richtig Geiles. Ich hab es, oder ich liebe es immer noch. Immer wenn ich in einen russischen Laden gehe, kaufe ich mir das immer. Du wirst es bestimmt sagen, bleh, wie eklig. Aber es ist trockener Fisch. Es ist so geil. Glaub mir, es schmeckt so geil. Schmeckt es auch nach Fisch? Ja, natürlich schmeckt es nach Fisch. Ich hasse Fisch auf den Tod. Ja, aber du isst manchmal Fisch. Also, wann? Wenn du jetzt sagst, oh, es gibt mal zum Riechen. Ich will es nur riechen. Das ist ah, das weiß ich nicht. Da ist noch ein Schwanz dran. Ich schäle das jetzt für dich. Das ist ein Schälen. Ach du Scheiße, ist das respektlos. Das riecht nach Hundefutter. Das schmeckt nicht schlimm. Findest du Fischfutter, diese Flocken riechen gut? Ja. Ja, kein Wunder. Ich muss schon ein bisschen draufbeißen. Es dauert ein bisschen, aber schmeckt richtig gut hier. Ich schwöre, das riecht wie im Elefantengehege. Probier jetzt. Luke, ich esse sogar mit. Boah. Es ist wirklich so schlimm. Boah, das ist wie Dschungelcamp, Mann. Du bist so sensibel, das ist so krass. Okay, wie würdest du das bewerten? 10? Das war nicht ganz so schlimm wie das andere davor, also 1. Ein Punkt hat es, obwohl du Fisch hast. Aha. Ja, aber das nächste ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, das hast du auch schon mal gegessen. Diese Dinger. Ja, diese Reis, Mais. Maisknabber. Das ist alles so langweilig. Die guten Sachen bei euch, die schmecken nach nichts. Doch, das ist nur mit so zu Zucker oder so. Ach so, die, ja, okay. Hier, probier. Warum stinken die so? Nicht mehr? Die stinken irgendwie. Wie würdest du die bewerten? Bisschen. Eine 7. Eine 7? Aber die würdest du auch so snacken, ne? Nein? Auch nicht kaufen im Laden? Ne, ich glaube nicht. Da von den Dingern, wenn du zu viele davon isst, kennst du das, wenn du im Kino bist und zu viel Popcorn isst, diese komischen Bauchschatz, das bekommst du da auch. Ja, okay, das stimmt. Oh, das ist ganz beliebt bei uns. So. Aber hier riechst du nach Fisch. Wenn wir Pfannkuchen machen, dann essen wir das immer damit. Und zwar ist das Gushonka. Gushonka. Es ist sehr süß, aber... Oh.
Warum muss immer alles süß sein? Ich verstehe das nicht. Ja, das, ich glaube, das ist einfach so im Russischen. Deshalb bist du so süß. Oh Gott. Das ist so Vanillesoße. Nee, das ist so wie Kondensmilch. Wir essen das immer mit Pfannkuchen oder so. Ich war mal bei Oma und dann haben wir Tee getrunken, aber die hatte dann keine Milch und dann haben wir das genommen. Wie würdest du das bewerten? Warum ist es so dickflüschig? Oh, pass auf bitte. Oh, wow. Wie würdest du das bewerten? Von 1 bis 10? Schlechter als das, das ist eine 6. Eine 6? Ich dachte, jetzt kommt 10 von 10. Ich würde es nicht einfach so nebenbei mal so, oh ja, komm, ich kaufe mir jetzt Groschonka. Als nächstes kommt einmal dieses Getränk hier. Das ist auch sehr beliebt, habe ich mir auch damals sehr oft geholt. Ja, probier einfach mal. Ich weiß selber nicht mehr, wie das schmeckt. Ich will mal ganz kurz probieren. Du brauchst jetzt nicht auf die Kalorien gucken, da gucken die Russen nicht drauf. Nein, es geht um Kohlenhydrate. 9,8 Gramm Kohlenhydrate und davon 9,8 Gramm Zucker. Schmeckt wie? Wie Zucker. Erinnert dich das nicht so an Apfelschorle? Apfelschorle mit ganz viel Zucker. Echt? Würdest du dir das selber kaufen? Nein. Du magst ja gar nichts von das den Sachen. Das ist alles purer Zucker, das schmeckt nicht. Na, wenn ich 10 sage, dann ist es so mäßig. Ja, ich will mir das öfters kaufen und auch verzehren. Boah, da ist aber echt viel Zucker drin. Oh ja, jetzt kommt das Beste von allem. Ich habe dafür gestern 11 Euro ausgegeben. 11 Euro. Für so ein kleines Ding. Und zwar ist es Kaviar. Oh Mann, alle denken immer, das ist so schlimm, aber es ist so lecker. Schon wieder Fisch. Ja, aber es ist lecker. Nein, das ist Fisch. Es kann nicht lecker sein. Hallo, weißt du, wie hochwertig das ist bei Russen? 11 Euro Kaviar ist so hochwertig. Deswegen essen wir das auch nur so an Weihnachten. Was ist das eigentlich? Was ist Kaviar? Fischeier? Das sind ja so Fischeier. Lachs? Ich will erstmal schnuppern. Aber wenn du schnupperst, dann sagst du wieder, wie eklig. Ich habe das heute Morgen zum Frühstück gegessen. So, komm dann mal her. Wieder diese Popelkonsistenz. Jetzt beiß drauf rum. Auf diese Dinge. Beiß drauf rum. Beiß drauf. Einfach essen. Ich schwöre, wir sind hier bei Dschungelcamp. Hallo, als ob. Ich schwöre, ich hasse Fisch. Boah, mir ist echt schlecht. Zwei, maximal. Ich würde sagen, Leute, das war's mit dem Video und ich hoffe, dir hat's auch gefallen. Ja, Mann. Wir kommen jetzt gleich direkt zur Verlosung, aber ich würde schon mal sagen, lasst ein Abo, ein Like und ein Kommentar da. Und dann sehen wir uns. Aktiviert die Glocke. Oh ja, stimmt. Habe ich fast vergessen. Klingelingeling. Ehre an die Leute, die das Video bis hierhin geschaut haben. Jetzt kommen wir direkt zur Verlosung und die Verlosung ist dieses Mal richtig krass. Und zwar verlosen Laura und ich diese Woche eine PlayStation 5. Richtig nice, ich würde die am liebsten selber behalten. Das ist übrigens eine Digital Edition und nicht die Standard Edition, nur so zur Info. Ihr müsst dafür einfach nur unsere beiden Kanäle abonnieren. Lauras Kanal habe ich unten in der Infobox verlinkt. Unsere YouTube-Videos diese Woche liken und für eine höhere Gewinnchance kommentieren. Ihr habt jetzt die ganze Woche Zeit, weil am Sonntag wird ausgelost. Und ja, damit einer von euch diese wunderschöne PS5 gewinnt. Wir wünschen euch ganz viel Glück.